Okay, hallo Freunde, wir sind wieder auf Bergtour und zwar sind wir nach Mittenwald und von da aus weiter nach Scharnitz gefahren in Österreich, in Tirol und haben jetzt irgendwo da unten geparkt und sind gerade auf dem Weg hinauf zum Zäunelkopf, wenn wir ihn finden. Jedenfalls sind wir jetzt hier an der Klamm entlang, werdet ihr gleich sehen und wenn ihr Lust habt, kommt mit. Und hier geht es also sehr in die Tiefe und dann geht es weiter hier den schönen Waldweg nach oben. Ja, und unser Bergziel, der Zäunelkopf, bin mal gespannt, der ist nämlich unten nicht ausgeschildert, aber mal sehen, ob wir ihn finden. Ich bin da guter Dinge. Eine wunderschöne kleine Wiese hier. So, nach kurzer Rast an diesem schönen Platz geht jetzt wieder weiter im noch unbekannten Gelände. Jetzt Mühlberg, Oberbrunn. Es geht jetzt hier immer weiter noch die Forststraße hinauf. Mal sehen, wo wir rauskommen. Das ist der Weg, der von Gießenbach heraufführt. Und dahinter die Ahrenspitzen. Ja, und diese kahlen Felsabstürze hier, die sind ja mal durch einen großen Brand verursacht. Seitdem wächst da nichts mehr. Aber wir müssen in die andere Richtung weiter. Ja, wir müssen da links hoch und da ist das erste Mal nach einer Stunde Wanderung, dass der Zäunelkopf jedenfalls von unserem Weg her ausgeschildert ist. Aber gut, ja. Hier hoch und dann weiter. Da unten Scharnitz, drehen dahinter drüber die Brunnsteinspitze und rechts daneben hier die Pleißenspitze, das Karwendel. Fantastisch. Ja, was ihr da hört, dieses Summen, das kommt von diesem wunderschönen Baum hier. Ja, hätte es auch nicht gebraucht.
steil hinauf. Jetzt geht's diesen schmalen Waldpfad hinauf. Ganz altes Schild. Oberbrunn und dann Zeindelkopf. Ah, der Zeindelkopf hier im Wald, nachdem es jetzt eine Stunde lang schön zackig bergauf gegangen ist. Mal schauen, wie lange es noch dauert. Lang kann es nicht mehr sein. Also weiter. Da müssen wir noch hinauf, ja, und schaut euch mal das an. Das ist jetzt die Seefelder Seite. Eine schöne Aussicht ist das. Schöne Aussicht. Ja, und da geht's hin. Das ist ein extra Platz mit Bank und Tisch, wollen wir mal hoffen, dass man auch Platz nehmen kann da. Das ist dieses geniale Aussichtsplätzchen. Schöne Aussicht. Das ist jetzt das Panorama von der schönen Aussicht. Das ist jetzt die andere Seite. Und hier die hohe Munde. Jetzt wieder hinunter den Weg. Auf dem Weg zur Oberbrunnalm. Da ist sie, die Oberbrunnalm. Endlich. So herrlich hier an der Oberbrunnalm. Ja, Freunde, jetzt geht's wieder bergab. Wir haben ein bisschen ausgeruht hier an der Oberbrunnalm und jetzt geht's wieder zurück.
noch, aber weit hinunter ins Tal. Gut. Weiter geht's. Ja. Also, schauen jetzt. Hier geht's lang. Da die Wälder rauschen. Der Abstieg zieht sich. Schauen jetzt über Tafelsteig oder schauen jetzt darunter. Beides eine Stunde. Ja. Der Tafelsteig geht hier nochmal berghoch. Ein bisschen zumindest. Ja, schauen wir mal. Ja, wir gehen über den Tafelsteig hier herunter und der ist gar nicht leicht zu finden, weil der nämlich so unscheinbar, man sieht ihn kaum, von der Forststraße hier in den Wald hinein geht. Der Tafelsteig ist ein wunderschöner Waldsteig, der sich hier nach Scharnitz hinunterzieht und dann mit solchen Aussichten hinunter in die Teufelslochklamm. Kann man auch hinunter, aber es wäre jetzt nicht auf dem Weg gewesen. Scharnitz, Scharnitz, Scharnitz. Endlich draußen aus dem Wald. Das war jetzt schon ein sehr heftiger Abstieg, aber schön. Jetzt geht es hier noch hinunter und ich hoffe, ich komme dann zum Auto. Ja, Freunde, das war's. Das war eine ziemliche Tour wieder heute. Und ich danke euch fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.